Ich glaube nicht. Der ist wirklich down. Ist der jetzt wirklich down? Ja, na! Ich hab ihn noch. So leicht könnt ihr mich nicht flachsen. Zuletzt bei Paper Mario Sticker Star. Wir erkundeten die legendäre Yoshi-Sphinx in der Wüste. Sie war gefüllt mit vielen Gegnern, vielen Rätseln und Geheimgängen, aber auch vielen coolen Stickern. Zusätzlich mussten wir uns einem großen Para-Koopa-Angriffskommando stellen und trafen ebenfalls auf Kamek, welche mir mit Latschen versohlten. Wortspiel. Schau dich die letzte Folge an, es ist viel cooles Zeug passiert. Hi, ich bin ganz ehrlich zu euch. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt, um aufzunehmen. Es ist Sonntagmittag und draußen stürmt es des Todes. Es regnet, es ist grau, es ist eiskalt. Und ich kann hier gemeinsam mit euch und einer Tasse Kaffee sitzen und Paper Mario Sticker Star spielen. Also ich glaube, besser geht's nicht. Wir machen heute weiter in der Wüstenwelt und falls ihr auch auf dem Bottom-Screen hier unter mir schaut, da, ich habe mir nochmal den Mega-Color-Hammer geholt, auch wenn ich ihn schon ins Museum gebracht habe, ich bin nochmal ins Level gegangen und habe ihn mir geholt, weil ich den einfach in meinem Album haben wollte. Und wir gehen heute in Welt 2-3, die Treibsand-Ruinen. Und ich bin sehr gespannt, was hier los ist, was hier abgeht. Oh, und ich sehe schon Stachelkugeln nach uns fliegen, das kann doch nur heißen, dass Spikes hier unterwegs sind. Ich wollte gerade sagen, und das unter der Brücke da hinten sieht schon wieder ultra verdächtig aus. Okay, aber ich kann da nichts einkleben. Soll ich unten durch den Treibsand gehen oder erstmal oben lang? Ich gehe tatsächlich erstmal oben lang. So, und ich hau jetzt hier auf ihn drauf, bevor der mir so eine Stachelkugel in die Fresse wirft. Und ich sehe, dass er erstmal ein paar Kollegen dabei hat. Okay, also der kommt nicht allein, der Dude. Ich glaube fast, dass ein Koopa-Panzer hier gut wäre, aber ich habe keinen Koopa-Panzer mehr. Holy shit, meine Sticker sind... wo sind meine ganzen Sticker hin? Und wir dürfen auf jeden Fall auch den Sombrero-Guy da hinten nicht vernachlässigen. Ich werde mal... Habe ich einen Glitzerwurfhammer? Einen habe ich auch nicht. Holy shit, wo sind meine ganzen Sticker hin? Ich werfe einfach mal einen Wurfhammer. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Nein, das war gar nicht gut. Aber immerhin konnte ich den Paragumba killen. Ihm konnte ich seine Stachelkugel aus der Hand werfen. Dadurch konnte er sie nicht auf mich schleudern. Auch sehr gut. So, und jetzt, wisst ihr was? Jetzt machen wir hier keine Faxen, ne? Ich hole mir den zweiten Angriff dazu. Oh, scheiße. Oh, Glück gehabt. Und dann vernichten wir beide auf einmal. Weil der Sombrero-Guy würde ja flüchten, ne? Den hier vorne können wir einfach mit einem Auerhammer... mit einem Huchhammer verprügeln. Und dem hinten zündet mir den Auerhammer rein, weil der relativ stark ist. So, der ist schon weg. Der hat ja nur noch ein KP. Ärgerlich, dass der Wurfhammer nicht gereicht hat. Und hier nochmal ein exzellent, wunderbar. Nice, das war ein guter Kampf. So, und ich habe ziemlich viele Kommentare zur letzten Folge mitgebracht. Aber bevor wir uns den Kommentaren widmen... Oh, zwei besondere Sticker. Nice. Aua. Aua, aua, aua. So, hau du mal ab. Ich will gucken, wie ich denn an den Block rankomme. Bevor wir zu den Kommentaren kommen, habe ich ein wunderschönes Fanart dabei. Und zwar von der lieben Sandra, beziehungsweise Maggie. Ich sage aber besonders Sandra, weil sie auf ihren Bildern auch immer die Initialen SB hat. Ich schätze, B ist ihr Nachname und das steht für Sandra. Da will ich sie dann doch mal beim richtigen Namen nennen und ich denke, das gehört sich. Und zwar hat sie eine wirklich wunderschöne digitale Zeichnung gemacht, wie Mario gegen Bowser kämpft und... Auch noch richtig schön mit diesem Schwarzverlauf. Das wirkt irgendwie total... Ich weiß nicht, das hat total den geilen künstlerischen Effekt. Ich kann das nicht beschreiben. Dafür bin ich leider künstlerisch zu unbegabt. Beziehungsweise mein künstlerisches Fachjargon ist da nicht so ausgeprägt. Aber wirklich eine richtig schöne Zeichnung. Also Sandra, vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt... Ja... Oh nein, da muss ich hüpfen. Da muss ich hüpfen, um dahin zu kommen. Und jetzt kommt der Pucki und will auch noch sein Fett weg. Moment mal, kann ich hier Hüpfpfuschen verwenden? Ja, kann ich. Hüpfpushen in den ersten Welten ist einfach nur beste Liebe. Gut, aber wo wir jetzt schon mal bei Welten sind und so weiter. Ich habe ja in einer der letzten Folgen gesagt, also, yo, einfach nochmal einen nicen Sticker. Und ist hier drüben was? Ich habe in einer der letzten Parts gesagt, dass je mehr Bosse ich besiege, desto stärker werde ich auf der Overworld. Das haben wir beispielsweise dadurch gesehen, dass ich jetzt zum Beispiel Goombas direkt mit auf der Overworld mit einem Hammer besiegen kann, ohne sozusagen nochmal in einen Kampf gegen sie zu müssen. Und ich habe, wie gesagt, in der Folge gesagt, dass das damit zusammenhängt, dass ich, wie viele Bosse man besiegt. Das stimmt aber tatsächlich gar nicht.
Denn der liebe Micha-Typ hat geschrieben, es hängt mit meiner KP-Anzahl zusammen. Also, es hat tatsächlich etwas mit den KP-Plus zu tun. Ob wir quasi noch mit Gegnern in den Kampf müssen, wie hier, oder ob wir sie direkt auf der Overworld killen können. Wusste ich nicht, aber das ist noch ein Anreiz mehr. Yo, noch ein Glitzerpilz, die droppen übelst viele Pilzsticker. Was geht ab? Also es liegt tatsächlich noch mehr in unserem Interesse, diese ganzen KP Plus zu finden, ne? Weil wir dann auch einfach leichter über die Overworld kommen. Und hier, ich habe das alles für einen Serienspiel gemacht. Ja, GG. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Aber wir wollen nicht meckern. Warum ist das so dunkel? Okay, keine Ahnung. Gehen wir runter in die Ruinen, Freunde, in die Treibsandruinen. Jo! Okay. Also zum einen ist die Musik hier sehr cool, muss ich zugeben. Und auch, dass das Ganze in so einer 2D-Passage jetzt stattfindet, das ist auch sehr fresh. Wusste ich gar nicht mehr. Wo bringt mich das hin? Ach, das ist nur der Rückweg. Das ist nur der Rückweg. Ja, okay, nee, stopp mal. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Ihr seht schon, hier sind überall so, Sandfälle nach unten, ne? Und das ist quasi wie, guckt ihr meine Livestreams? Da habe ich ja auch so ein Game drin, wo man quasi so, so einen Automaten, wo man oben eine Kugel reinwirft und die kann dann an vielen Stellen immer in verschiedene Richtungen abprallen. Und nur ein Weg führt quasi zum Ziel. Also das ist wie in meinem Livestream. Ich denke, genau das ist hier das. Also wir haben jetzt hier ganz viele Wege, um in der Ruine nach unten zu fallen. Oh yeah, das Sensor hat gereicht. Wir müssen jetzt quasi alle Wege ausprobieren, um auch jeden Sticker mitzunehmen. Jeden Dingsticker und alles drum und dran. Und hier war noch ein Glitzersprung. Schick, schick, schick. Also Sticker gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal links an. Gehen hier drauf, droppen uns und jetzt, ja genau, und jetzt geht's immer weiter nach unten. Jo, aufpassen, Bro. Jetzt müssen wir gucken, was abgeht. So, warum ist hier hinten nichts? Kann ich da was einkleben? Nein. Es ist cool, das ist, glaube ich, das erste Level, das erste Mal, dass wir jetzt das Ganze, so ein komplettes Level in diesem Stil haben. Wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal in Welt 1, als wir in dem Windmühlen-Level relativ, durch die Kanalisation, sage ich mal, gelaufen sind. Da hatten wir auch schon so 2D-Passagen. Aber das scheint jetzt ja wirklich ein ganzes Level zu sein, was nach diesem Prinzip aufgebaut ist. Und ja, ich denke, ich werde viel cutten müssen, weil ich alle Wege ausprobieren möchte, um euch auch alles zu zeigen. Ich bleib mal weiter ganz links. Ich nehme jetzt immer mal den linken Weg, dass wir hier quasi alles mal ausprobieren können. So, okay. Jetzt sind wir ganz unten. Und hier ist eine Tür. Das scheint so der erste von vielen Ausgängen zu sein, den man nehmen kann. Schauen wir mal, was sich dahinter befindet. Auf jeden Fall ein sehr cooles Levelprinzip. Moment mal, da ist was. Da ist was, das sieht man. Okay, ein paar Sticker, ein Knochentrocken, der sich nicht wieder aufbaut. Sehr ungewöhnlich. Und will ich da runterhüpfen? Nein, will ich nicht. Ich will da nicht runterhüpfen. Das wäre doch übel dumm. Oh, ich glaube, er baut sich gleich zusammen. Okay, dann bin ich ganz schnell weg. Ja, dann bin ich ganz schnell weg. Gegen den kämpfen möchte ich nicht. Schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Ich gehe mal auf Abstand. Ich habe immer Angst, dass da vielleicht irgendwelche Gegner oder so drin sind. Oh, und wir rollen jetzt sogar Mumien auf. Holy shit. Ich sortiere mal mein Album neu. Weil ich glaube, dadurch kriegen wir... Nein, wir kriegen den nicht mehr ins Album. Ernsthaft? Ich hatte doch übelst viele Rotsticker. Warum ist denn das auf einmal wieder so voll? Okay, ich habe 5 Pilzsticker. Und der hier, dieser große One-Up-Pilz, der verbraucht so unglücklich viel Platz. Komm, werfen wir einen Pickelhelm weg. So einen Powerblock kann man immer gebrauchen. Und da ist ein Sombrero-Guy drin. Den lassen wir Sombrero sein. Wir haben seinen Sticker schon, den ich haben will. So, Oh. Das sind wertvolle Sticker, Friends. Das sind wertvolle Sticker. Also der Mähhammer jetzt nicht so. Aber der Feuer- und der Eishammer auf jeden Fall. Oh, was soll ich dafür weghauen? Wir haben so vielen coolen Stuff. Komm, hauen wir mal einen Sprung weg. Und noch einen normalen Hammer. Und dann nehme ich den mit und den mit. Oh nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Will nicht. Nein, Mami. Nein, ich will nicht. Okay, ich glaube, ich muss, Friends. So, dann haben wir den mal kurz zu Fall gebracht. Wow, ich habe einen abgenutzten Sticker dafür bekommen. Den brauche ich unbedingt. Ein weiterer Kommentar, der unter der letzten Folge stand, kommt von lieben Orion. Und er hat gemeint, weil wir ja vorhin auch schon die Hüpfpushen eingesetzt haben, dass Hüpfpushen vor allem gegen Gegner effektiv sind, also vor allem auch Bosse, die, egal welchen Sticker man einsetzt, sowieso nur ein Leben verlieren.
Das Ganze ist verständlich natürlich, weil mit die Hüpfpuschen sind so mit der einzige Sticker, mit dem man 10-mal quasi den Gegner Schaden macht. Wo man 10-mal auf den Gegner drauf hüpft. Also Hüpfpuschen sind stark gegen schwache Gegner, weil da quasi 10-mal Damage machen, was da meistens 2 KP sind, sehr gut ist. Und da, wenn wir schon vom Teufel redet, nehmen wir den gleich mit. Oder gegen Bosse, die sowieso nur ein Leben verlieren, egal wie stark der Sticker ist, weil wir ihm dann auch 10-mal ein Leben abziehen können. Was uns einfach nur die Hüpfpuschen ermöglichen. So, die gehen mir halt megamäßig auf den Sack, ne? Yo! Die haben sogar auch einen besonderen Sticker, den Knochensticker. Dann hat es sich ja tatsächlich gelohnt, dass ich die besiegt habe. Nicht schlecht. Heute freut sich das Museum schon wieder. Heute freut es sich schon wieder. Ja, mega. Das wusste ich gar nicht. Aber es ergibt eigentlich Sinn. Ah, wer weiß. Oh, und da ist... Ein KP plus. Ja, das ist ohne Witz. Das ist einfach mit eines der geilsten Sachen, die einem passieren können. Ich liebe es, ein KP plus zu finden. Damit ist unsere Stärke auf der Overworld wieder besser geworden. Weil wir jetzt schon 50 Stück davon haben. Die Frage ist aber immer noch, wie komme ich an diesen Sticker da oben? Ich check's nicht. Der ist doch viel... Da muss es doch irgendeinen Weg hingeben. Irgendwelche unsichtbaren Blöcke, irgendwie muss ich doch da hochkommen. Und jetzt ist dieser ätzende Knochentrocken da, aber leider keine besonderen Sticker. Leider keine besonderen Sticker, aber ich würde tatsächlich gerne noch einen Hüpfpuschen mitnehmen. Wenn wir jetzt noch in den ersten Welten sind, lohnt sich das einfach. Okay, aber ich denke, wir haben hier sehr, sehr viel mitgenommen. Ich meine, ein KP plus, hallo? Das ist richtig krank. Okay, aber wo sind wir jetzt wieder rausgekommen hier? Wir müssen jetzt eine Ebene unter der sein, wo wir hergekommen sind. So, jetzt beginnt halt langsam der Moment, wo du den Überblick verlierst. Wo du dich fragst, wo war ich schon? Wo will ich noch hin? So, ne? Ich hoffe, ein Glitzerhammer reicht hier. Oh Mann, warum nur auf Super? Warum bin ich so schlecht? Aber okay, es reicht noch. Oh, ich brauche Exzellent. Ich brauche bei den Hammer-Timings unbedingt wieder Exzellent. Mit so einer Leistung kann das später nicht weitergehen. Ah, wir kriegen direkt wieder den Glitzerhammer. Wunderbar. So, okay, let's see. Okay. Okay, man kann hier quasi, wenn man beim zweiten Mal kommt, in eine andere Richtung fallen. Und da ist die Türsilhouette. Sehr interessant. Und hier, muss ich den Bowser-Sticker abreißen? Da könnten wir mit unsichtbaren Blöcken was machen. Ja. Sehr gut, das dachte ich mir schon. Anders kommst du ja da nicht hin. Und hier sind ein paar gute Sticker. Der Froschanzug, den habe ich ja tatsächlich noch nicht. Ich muss immer irgendwas wegwerfen. Ich hasse das. Aber Huchhammer mag ich tatsächlich nicht. Die nutze ich nicht und die finde ich auch nicht so gut. Oh, nehmen wir den mit. Nehmen wir ihn mit. Und den hier, den Glitzersprung. Das ist nur ein normaler Hammer. Den lasse ich jetzt einfach mal hier, so frei bin ich. Dann gehen wir hier raus. Uiuiui. Wer soll denn da noch einen Überblick haben? Okay, aber die Gegner werden tatsächlich heftiger. Hammer Bros. Und die... Oh! Die roten Paracoopers. Dammit! Okay, das ist ein sehr kampfintensiver Part. Aber kein Problem. Ich denke, dass hier ein Blitzer-Seriensprung unser Problem lösen kann. Wunderbar. Reicht komplett. Ach so, weil wir den Erstangriff kassiert haben, leider kein Perfektbonus. Ah, dammit. Aber den hau ich auch noch weg. Optimal. Ein bisschen Geld springt dabei für uns raus. Und jetzt haben wir ja quasi nur die Tür als Ausweg. Was anderes gibt's hier ja nicht. Nee. Okay. Moment mal, aber von da sind wir doch gekommen. Kann ich hier vielleicht irgendwas paprisieren? Sonst würde der Raum absolut keinen Sinn ergeben. Ich kann hier nichts tun? Hier sind nur Gegner? Ich habe das hier for free gemacht? Ja, krass. Ist halt wirklich so. Okay. Sehr interessant. Das ist eine absolute Sackgasse. Ja. Jetzt ergibt dieses ganze Level komplett Sinn. Das ist einfach nur ein riesiges Labyrinth. Und wir müssen halt irgendwie unseren Weg hier rausfinden. Und das scheint der Rückweg zu sein. Oh, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Vor allem, wenn ich hier noch öfter durch muss, da werde ich immer wieder diese Kämpfe ausführen müssen. Aber zum Glück können wir uns halt ab und zu einfach immer mal wieder eine Flucht genehmigen. So, ich gehe nochmal hier hinten lang. Wer weiß, ob sie da was versteckt haben. Nein, haben sie nicht.
Okay, dann wird das mich jetzt wahrscheinlich wieder zurückbefördern. So sieht's aus. Man bekommt die Möglichkeit, sich zu heilen. Und dann geht's wieder von vorne los. So, aber jetzt am Anfang können wir direkt mal einen anderen Weg nehmen. Also, jetzt müssen wir ja noch nicht cutten. Jetzt haben wir noch viele, viele neue Optionen. Da gehe ich nicht lang, weil ich da nicht mehr zurückkomme. So, und hier muss ich aufpassen. Kann ich die aus der Luft kloppen? Ja, kann ich. Aua! Du Schwein! Oh, Mann! Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal diesen Weg hier. Das ist... Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber hier war ich schon. Hier war ich schon. Ich gehe jetzt einfach da runter. I don't know, wo mich das hinbringt. Aber ich gehe den Weg einfach... Oh, das war falsch, glaube ich. Das da oben könnte das Ziel sein. Und was ist das denn? Ist das ein Presslufthammer? Das sieht aus wie ein Presslufthammer. Ja! Ja, moin! Einfach mal in der Wüstenruine im Presslufthammer versteckt. Ich meine, wer kennt's nicht? Ha? Tutanchamun, der seine Pyramiden baut, muss auch ab und zu einfach mal ein bisschen Pressluft hämmern. Holy shit. Okay. Sehr interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wo ist denn der Weg? So, nehmen wir jetzt einfach mal den Sprung hier nach unten, den wir vorhin verweigert haben. Da ist auch eine Tür, wo wir rein können. Und okay, hier gibt es wieder neue Sarkophage, die ich öffnen kann. Und man hat immer noch diese... Stell dir einfach mal vor, fällt dann einfach irgendwann ein Skelett raus oder so. Weil es einfach so eine Mumie ist dann da drin. So, und Mario, die fällt einfach voll auf Mario drauf. Das ist schon ein bisschen eklig. Das ist wahrlich echt ein bisschen eklig. Oh, noch ein kleiner Funfact zur letzten Folge. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nicht wusste. Aber ich möchte es einfach der Vollständigkeit halber reinbringen. Die Yoshi-Swings, die wir im letzten Part gesehen haben, ist natürlich eine Hommage an die echte Swings. Der Unterschied nur zu echten Swings... Die Yoshi-Swings hier in Paper Mario hat ja noch eine Nase. Die echte Swings hat ja keine mehr. Wer Asterix und Obelix gelesen hat, der wird natürlich wissen, dass die Nase abgebrochen ist, weil Obelix auf die Swings geklettert ist, ja. Nein, aber ich glaube, das war sehr offensichtlich. Aber ich würde es einfach der Vollständigkeit halber noch reinbringen. Das hier sieht sehr verdächtig aus. Seht ihr das auch? Da ist so ein Farbunterschied in der Wand. Das sieht man ganz eindeutig. Aber da ist nichts. Das sieht übel verdächtig aus. Kann mir denn nicht erzählen, dass hier nichts ist? Das sieht nicht normal aus. Das sieht alles andere als normal aus. Hier ist nichts. Wow, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber dann ist es hier tatsächlich schon wieder Feierabend, oder was? Denn hier war jetzt gar nichts. Ha. Ja, alles irgendwie noch nicht so zielführend, wenn ich ehrlich bin. Aber... Wir haben ja hier noch Sandfälle, die wir runterfallen können. Also noch sind wir ja noch nicht mit unserem Latein am Ende. Waren wir hier schon drin? Oh, jetzt wird's weird, Friends. Ja, wir waren hier schon. Aber schaut mal hier. Das sieht aus, als ob man hier durch kann. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Doch, da kam ich vorhin her. Ha, ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung mehr. Das ist doch räudig. Dann nehme ich einfach mal den hier. Weil hier einfach noch diese... Bodenplatte drüber ist. Gehe ich einfach mal davon aus, dass wir noch nicht runtergefallen sind. Ach, verzieh dich. Da kann ich jetzt auch droppen. Aber ich droppe hier. I don't know, ob es gut oder schlecht ist. Okay, Fackeln. Oh, hier war ich auch schon. Mann! Okay. Neuer Weg. Hier haben wir auch noch was zu tun. Linker Weg. Rechter Weg. Anschließend hier drüber hüpfen. Ah, hier war nichts. Verdammt. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, ist direkt Feierabend für mich, ne? Dementsprechend jetzt hier reingehen. Das führt mich zum Sombrero-Guy. Diesen versteckten Gang habe ich vorhin auch schon gesehen. Nee. Irgendwie ist das auch noch nicht so zielführend. Ich habe doch jetzt schon alles gesehen. Also ich glaube, der linke Weg ist mittlerweile falsch für uns. Ich werde beim nächsten Mal den rechten Weg auf jeden Fall gehen. Ich denke, der wird uns zum Ziel führen. Der linke ist es nicht. Also, der rechte Weg, wie wir es gesagt haben. Rechts runter. Dann glaube ich hier lang. Würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten. So, und dann nehmen wir diesen Weg hier. Haben wir den schon genommen? Nein, ich glaube nicht. Weil da ist noch so eine Bodenplatte drüber. Hüpfen wir da runter. Das wird doch jetzt das Rätsel Lösung sein. Und holy shit, warum sind hier schon wieder so viele Gegner? Das ist...
Die Kämpfe hier sind wirklich nicht so einfach. Oh, ich will einfach einmal diesen Dreier-Jackpot haben. Dammit. So, Seriensprung. Und anschließend noch... I don't know. Noch ein Seriensprung. So, was soll's. Zerlegen wir sie einfach. Und wer weiß, ob ich das alles auch richtig getimt bekomme. Das zumindest... Oh, okay. Der reicht sogar schon. Okay, dann hätte ich mir den zweiten Seriensprung tatsächlich sparen können. Aber macht nichts. Alles gut. Perfekt, Bonus ist nice. Wir kriegen gut Geld. Und wir kriegen sogar nochmal einen Peaksball-Sticker. Okay, und jetzt hier runter. Oh nein! Okay, ich muss jetzt denselben Weg nochmal gehen. Ich muss jetzt exakt den gleichen Weg nochmal gehen. Dann kommen wir zum Ziel. Weil wir jetzt quasi diese Weiche hier umgestellt haben. Leute, wir sind kurz vorm Ende. Oh, was? 54? Yo! Okay, das ist eine beachtliche Menge. Und wisst ihr was? Wir probieren jetzt mal die Macht... Ne, den Kühlhammer, verdammt, den darf ich noch nicht verwenden. Ich glaube, den habe ich noch nicht im Museum. Die Macht des Grillhammers. Exzellent, Boots! Nice! Ja, er wird natürlich nicht getroffen, weil er schwebt, aber der Grillhammer ist massiv. Und ich glaube, der Kühlhammer hat genau dieselbe Power. Ich liebe diese Sticker. Ich liebe diese Sticker wirklich sehr. Das war ein guter Kampf. Das war ein sehr guter Kampf. Grill und Kühlhammer, Leute, das ist GG. Wenn's die, ich glaube, die gibt's aber auch gar nicht in Glitzer. Also ich glaube, Grill und Kühlhammer kann man nicht in anderen Farben bekommen. Zumindest soweit ich weiß. So, und hier können wir oben lang. Warum? Um an diesen Sticker zu kommen? Nur deswegen? Hä, nein, das könnt ihr mir ja nicht erzählen. Warum kann ich hier oben lang? Das muss doch einen Grund haben. Kann ich hier was papierisieren? Nein. Hä? Was bewirkt das? Aber wir sind kurz vorm Ziel, Friends. Das rieche ich. Das ist riechig. Ein Glitzer-Powerblock. Schick. Ich laufe immer gleich weg, weil ich immer Angst habe, dass ein Gegner drin ist. Ja, auf einen Gegner werden wir... Noch ein Glitzer-Powerblock. Ja, moin. Okay, ist das hier das Grab der Reichen? Und das ist doch... Ist das ein Baseballschläger? Jawohl, ich hab's schon gedacht. Meine erste Vermutung war jetzt Baseballschläger. Und das zweite hätte ich jetzt vielleicht sowas wie Brechstange oder so gesagt. Nice, das ist schon der zweite Dingsticker neben dem Presslufthammer. Ja, doch. Fresche Sache. Und warum ist da so ein Sandhügel? Kann ich da was einkleben? Nein, auch nicht. Wir haben noch nichts verbessern können. Oder wir haben allgemein noch nichts papierisieren können in diesem Level, ne? Schwierig, schwierig alles. Schwierig, schwierig. Und jetzt weiß ich, warum ich oben lang kann. Unten komme ich gar nicht vorbei. Da ist eine riesige Stachelgrube, über die wir nicht drüber kommen. Okay, das habe ich natürlich von hier oben nicht gesehen, weil die Kamera nicht mitgekommen ist. Aber, Friends, wir sind hier gleich durch. Das riecht man. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will nicht in diese Knochen trocken reinfallen. Bitte nicht. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Lass mich einfach... Nein! In Ruhe! Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Bruder muss sowas von dringend los. Die gehen mir auf den Sack. Oh ja, moin. Es gibt in diesem Level einen Secret Exit, Friends. Das ist der normale. Das ist der normale. Und es gibt auch den anderen, wo ich euch gesagt habe, wir müssen denselben Weg nochmal gehen. Oh, Geld. Ja, moin, ich muss ja laufen. Es gibt den Secret Exit. Ziemlich sicher. Achtung, Achtung, der Button auf der Overworld wird gleich gelb sein. Und ich weiß auch, ja, und ich weiß auch ganz genau, wo er ist. Hier geht, das ist glaube ich tatsächlich das Boss-Level. Aber da geht es für uns, soweit ich weiß, noch nicht weiter. Wir gehen jetzt nochmal ganz schleunigst dahin, wo wir gerade eben waren. Oh, wir haben ja das Level. Ja, moin. Das wusste ich gar nicht. Wenn wir das Level verlassen, bleibt diese Weiche umgestellt. Ich habe nichts. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier runtergehüpft bin. Das ist noch vom vorherigen Durchlauf gespeichert. Okay. Dann werden wir jetzt, glaube ich, ziemlich schnell zum Secret Exit kommen. Ich sehe ihn da oben auch schon, aber das ist tatsächlich ein sehr beeindruckender Raum.
Wow, und wie komme ich jetzt hier an diese ganzen Blöcke ran? Oh nein, das wollte ich nicht. Ich muss doch irgendwie in diese Blöcke rankommen. Hier sind extremst viele Stacheln. Also wirklich extremst viele Stacheln. Ich habe keine Ahnung, wie ich daran komme. Ich lasse diesen Block da einfach mal. Okay. Gehen wir mal die Treppen hoch. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Verdammt, da komme ich nicht hoch. Das wäre auch zu einfach gewesen. So, da drüben ist ein Sarkophag. In den kann ich, glaube ich, reinhüpfen. Zumindest sieht der so aus. Und hier kann ich noch was aufmachen. Okay, also der Secret Exit hat nochmal eine ganz eigene Area hier im Level bekommen. Einen richtig coolen Raum. Das könnte fast so eine Art Altarraum oder irgendwie so der Raum des Pharaos gewesen sein. Sieht sehr majestätisch und groß aus. So, ich glaube, hier kann ich rein, oder? Nein! Oh, ich hätte gedacht, hier geht's runter für mich. Okay, dann droppe ich jetzt hier einfach mal. Ah, okay. Und jetzt geht's hier los mit Geheimgängen. Kann ich hier das kaputt machen? Nein, okay. Jetzt wird's spannend. Und seht ihr das, Friends? Hinter dem Sticker, da ist ein Durchgang. Merken wir uns. Okay, wir müssen jetzt sehr viel merken, ne? Ich kann es auch von innen öffnen. Sehr schön. Dementsprechend nehme ich mir hier diesen Glitzersticker schon mal, Glitzersprung schon mal sehr gerne mit. Ach, oh Leute, hätte ich einfach von Anfang an direkt hinkommen können. Ja, okay. Wusste ich nicht. Ja, man lernt nie aus. Und jetzt ist es nochmal so eine Art kleines Labyrinth, was wir hier durchleben müssen. Oh nein. Direkt weg, dass der vielleicht gar keine Aufmerksamkeit auf mich hat. Da ist ein Gang. Mhm. Da geht es gleich für uns weiter. Und hier ist vielleicht noch ein Sticker versteckt, wenn da drüben ein Gegner drin war. Oh, nur ein Powerblock. Okay, nee, den nehme ich nicht mit. Ich habe schon zwei Glitzer-Powerblöcke bekommen. Da brauche ich den nicht auch noch mitnehmen. Genau, und jetzt komme ich hier hoch. Und hier geht's runter. Das hat man gesehen. Ja. So leicht könnt ihr mich hier nicht flachsen. Und warum eskaliert dieser Sarg so? Da kommt irgendwie Sand raus. Oh, Brudi! Wird jetzt... Ah, wir lassen den Sand von oben ab. Dadurch kommen wir ja leichter hoch und hier können wir jetzt... Ah! Auf einmal gibt alles Sinn, aber wir kommen noch nicht hier drüben an den Sticker. Verdammt nochmal! Wie komme ich denn da an diesen Sticker ran? So. Ganz genau so und nicht anders. Welchen Sticker habe ich? Ich glaube, ich habe noch keinen Color-Seriensprung. Deswegen klebe ich jetzt hier einen Glitzer-Seriensprung ein. So, aber die Perspektive verhaut es mir halt immer noch vollkommen, ne? Hier? Ja. Ich bin ein dummer Mensch. Scheiße. Ich will wissen, was da ist. Das sieht echt wertvoll aus. Ja, wow. Ja, sehr wertvoll. Aber viel spannender ist jetzt, ob hier... Nein! Kein Color-Sprung. Und komme ich an diesen Glitzerwurf haben wir jetzt noch ran? Ich glaube nicht. Der ist wirklich down. Ist der jetzt wirklich down? Ja, na, ich hab ihn noch. So leicht könnt ihr mich nicht flachsen. Ja, cool. Und jetzt kommen wir da oben ans Ziel, ne? Ja. Geil. Ganz, ganz anderes Level. Ganz, ganz besonderes Level. In einem ganz anderen Stil, als wir ihn bisher kennengelernt haben. Ziemlich herausfordernd. Sogar mit Secret Exit. Ich mag sowieso die Level mit Secret Exit. Und ich hoffe einfach mal, ich habe alles mitgenommen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Sollte ich was vergessen haben, ab damit in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Jetzt haben wir beim nächsten Mal zwei Level zur Auswahl. Aber erinnert euch dran, Friends, wir haben diese Steintafeln gefunden, ne? Die werden noch eine Bedeutung haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Paper Mario Sticker Star. Euer Hübi.